Herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Ich bin Dagobert Dark. Das ist Donald Dark. Was für Haare. Er sagt, das ist wirklich. Also, das ist so eine Mütze. Ich sage, was versteckt er denn da unter dem Dutt? Eigentlich, geh mal zum Bettler. Mal gucken, ob der noch schlechter aussieht. Kleriker und Bettler. Okay, der wäre. Er ist auf jeden Fall happy. Der ist happy. Er ist auf jeden Fall happy. Finde ich eigentlich ganz geil gerade. Tut mir leid, aber ich finde aber. Ich finde es ihn am lustigsten, ne? Katharina ist super lustig, man, guck ihn mal an. Kannst du auf diesen Menschen schlagen, zugehen? Oh Gott, die Kombination ist hart, aber es ist wirklich das. Der ich immer mit diesem Blick fixiert. Ja, das ist lustig. Und dann das Messer tief in dich hineinbohrt, während er die ganze Zeit so lächelt. Nee! Lass das geschehen. Wehre dich nicht. Was machen wir hier eigentlich schon wieder? Jetzt gerade erinnere ich mich daran, dass wir das eigentlich nicht mehr machen wollten. Schnick, schnack, schnuck. Jetzt habe ich wieder Stunden. Ich hasse es so sehr. Wie geht denn das hier immer? Jetzt aber noch eine Birne. Lächelt er denn noch? Ich will ihn gar nicht mehr lächeln. Oh, das finde ich nicht normal. Mal beschiss. Deswegen haben wir ihn geholt. Sein ist wie wenn du jemanden einstellst, nur weil er im Bewerbungsgespräch irgendwie ganz gut war. Er hat immer so schön gelächelt. Er hatte sowas, so eine positive Ausstrahlung. Mein Freund, die Kugel. Die würde ich gerne mitnehmen. Die ist ja schön rund. Stirbt er jetzt oder redet der nur davon? Ja? Aber wieso können wir denn nicht alles haben? Was ist denn mit dem Schild? Guck doch mal an, Freund. Guck doch mal, was wir hier haben mit dem alten Lappen. Gib uns doch einfach. Wieso musst du denn jetzt an diesem Schild festhalten und an deinem Leben im Allgemeinen? Und wieso brauchst du diese Rüstung? Sogar das Schwert hätte er. Das rostet doch auch so, wie du da im Wasser liegst. Kann ich den nicht töten? Ja! Ah! Kann ich jetzt seine Sachen nehmen? Warum? Du hast doch... Nein! 100... Oh Gott, jetzt war wahrscheinlich jetzt der allerwichtigste Charakter. Der wird später noch ultra wichtig, Simon. Was hast du getan? One day an undead shopping. Oh, geil. Ein Spatz. Ah, wer bist du denn? Oh Gott. Du bist ja wunderschön. Oh Gott. Wir haben noch gar kein Eid bisher geschworen, oder? Also, die Mütze ist von Eid. Wie heißt der Lieblingssong von denen? Den Skeletten? Mhm. Skeleted Bee. Ey, weißt du, warum die so abgemagert sind? Die essen halt keine Butter, die essen nur Skeletter. Warum sieht man die so selten am Bahnhof? Weil die immer abgerippt werden. Warum sind die nackt? Ihre Hemden sind zerknittert, weil sie kein Bügelskelett haben. Jetzt ist hier... Mit dem Gag oder was? Also das Timing ist hier aber teilweise... Da ist so ein Huhn, glaube ich. Das kommt so... Weißt du, wo wir hier gerade sind? Shit, jetzt kommt der andere auch noch, oder? Der Friedhof. Nee, ich glaube, wir sind in Skelettland. Guck mal, unter einem Torbogen kämpfst du gegen ein Skelett. Das ist quasi Skeletor. Ich will mir die Hände am Feuer wärmen. Die Hände am Feuer. Ja? Au! Du hast meinen Freund umgebracht. Jetzt setzt es eine Tracht Prügel. Aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Mit einem Roller doch. Meinst du? Ich glaube, ja. Geht auch eine Vespa? Kann ich hier runter hüpfen, ohne Energie zu verlieren? Nein. Aber wieder mal für alle Experimentmon etwas herausgefunden. Da gehe ich doch gerne rein. Schön unten in den Vergewaltigungstunnel. Ah, yes. Da hat er wohl recht gehabt, der Simon. Super ja, Simon. Toller, super Simon. Bester geiler, Mann. Geiler Mensch. Nach Nils. Perfekt. Schön den Hintern ausbrennen. Er ist auch ein Schwein. Probier mal. Yes, yes, it's so very nice. Hard. Und da sind wir. Lol, 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 was macht er? Hast du dich gerade vor ihm verbeugt? Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Kacke, Kamelia. Einfach schlagen. Schlag, 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 das war's. Schlag, schlag, Bitch, schlag! Nice! Ihr habt gesiegt. Wir sind die Besten. Apropos Rückkanal. Der Rückkanal sagt gerade, dass man menschlich sein muss, um invaded werden zu können. Ach so. Jetzt ist der Rechner ausgegangen.
Das ist interessant. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was passieren sollte, wenn man den Stecker reinsteckt. Ja. Sollte aber nicht dabei ausgehen. Wir hatten noch nie Probleme mit diesem Rechner. Das kann ich mir ehrlich sagen. Es ist einfach rausgegangen. Du steckst ein Kabel rein und er geht aus. Es ist ein Auto, was explodiert, wenn du es auftankst. Geiler Typ, ist Wurmhoff. Okay, gut. Es gibt doch Rückenschaden. Das kannst du einmal machen, aber nach tausendmal. Tausendmal. Mal gerollt. Ja, das war auch ein guter. Simon in Gefahr. Nein! Oh, du Wahnsinniger! Habt ihr das gesehen? Ich dachte vor allem. Habt ihr das gesehen? Nein, wie er mit einem Fuß an den Balken nur noch hing. Bevor du. Okay, darf ich nur ganz kurz gucken, ob wir eigentlich nicht doch nur auf einem langweiligen Turm landen. Okay, na gut, wir laufen jetzt die Werbung lang. Okay, wir sind auf einem langweiligen Turm. Ja. Ah, okay, das ist ein dicker Gegner. Okay, den werden wir uns gleich stellen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Und dann zerbumsen wir diesen komischen Kerl. Da ist er! Oh, okay, jetzt geht ihr in die Werbung. Ich bleib hier hängen. Ich muss mir einen Kaffee holen. Uiuiui. So, zeig mal, wie sie aussieht. What the fuck? Guck dir das mal an. Das ist dann. Oh, damit kannst du ja irgendwie ein Rapsfeld ernten. Kannst du damit. Ich bin ein bisschen zu schwach. Er kann nur einmal pro Woche schlagen. Aber egal, wir haben ein super Schwert. Das ist ein bisschen wie Geschlechtsverkehr mit mir, sobald man in die 40er kommt. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Das Schwert ist recht selten, sagen die. Ja, da auch da. Die Parallelen hören nicht auf. Ja, geh weg. Nicht den Riesen jetzt machen. Ist das ein Riese? Will ich nicht, will nur das Item holen. Zwei Riesen, der kommt! Okay. Hau ab! Ja, ich hau ab. Oh. Hallo. Hier kommt jeder, der was kann. Auch dran. Oh. Meine Güte. Ja, was denn nun? Nein! Was macht er denn? Dieser wahnsinnige Lump. Okay, ich hast du noch eine Feuerhand? Wir laufen jetzt zurück. Ich verstehe. Wo du weggelaufen bist. Ja, aber da ist doch der Typ, von dem wir weggelaufen sind. Ja, aber der ist jetzt hier abgehauen. Der ist nach Hause gegangen. Jetzt? Der hat vielleicht ein Ticket gekauft und wartet. Siehst du? Ja, weil er nicht... weil er langsam ist. Alter, Nils, er ist halt doch da. Ganz ruhig. Wir haben halt 5 Stunden Schicht heute. Wir werden nachher auch was essen müssen. Ich habe eine Butterbrezel dabei. Ah, verdammt. Ich wollte beim Bäcker und habe überlegt, dir eine mitzubringen. Wollte dann aber nicht so viel Geld für dich ausgeben. Da ist irgendwas mit seinem Gesicht, ist nicht in Ordnung. Huch. Guck doch mal, der sah doch nicht so aus, als wir den ausgewählt haben. Da hatte der ein fröhliches, gewinnendes Lachen. Mann, ist der hässlich. Was wir wollen, ist so ein... Nein! Alter! Hau ab! Alter! Wer bist du? Alter, was war das denn eigentlich für ein Koloss, ey? Kommt aus dem Nichts, ne? Mit seiner riesen Morgenlatte. Ja. Jetzt sieht er auch anders aus. Ja, da guck doll, mal. Alter, lächelt er. Oh, wie das ist der Wilber, den ich kenne. Mit seinem Schmunzeln. Wow. With the last branding bomb, 2000. Kicking your ass, awesome Simon. Dämonen-Titanit. Er hat auch leider keine Hände, ey. Der kann nicht mal vernünftig sich den Popo abwischen. Ganz anders. Was ist denn das für ein... Anheber? Schatten? Nein, der ist sicherlich Hebel. Unwichtig. Ja. Glaubst du, der ist jetzt abgestürzt und gestorben? Ja! Du Lappen, ey, das ist ja nicht zu glauben. Oh, Nils, was hat dir denn die Wand getan, ne? Und ein Graum. Oh, okay, ich hab ihn in der Hand. Ich hab ihn in der Hand. Bleib an meiner Hand, bitte, für immer. Oh. Das tangiert mich nicht. Haha. Wegen Tanne, ne? Wegen Tanne. Matteo hat sich gemeldet. Von diesem Bonja, von dem alle so viel reden. Schau gerade euer KHD, das ist cool abgekürzt für knallhart durchgenommen. Mit Dark Souls. Das ist das Spiel, was wir gerade spielen. Ja. Es ist so geil, wie er einfach die ersten beiden Black Knights im ersten Versuch wegballert. Ich wusste nicht mal, dass die krass. Also, ich. Keine Ahnung, wann die. Welche waren das? Wie kriegen wir keinen. Hängt dir ein Zauberer am Fuß? Kein Item oder so. Ja, toll. Aufgemalt. Jetzt ist der wahrscheinlich irgendwie wieder im fucking Nexus, den es hier nicht gibt und tötet alle. Irgendwas macht der doch wieder was Scheiße. Rede mit ihm. Ja. Ja, du hast ihn abgetrennt, endlich. Und eine Waffe bekommen. Ey, das hat mich gerade ganz stark irritiert.
Wieso? Lies dir doch erstmal die Lore durch, Nils. Warum gibst du nicht das Item weg? Ich sehe halt nichts, verdammte Scheiße. Nimm das Ding da weg. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Dark Souls. Dark Souls. Ich glaub, wir können übrigens auch das Spielbild in den Hintergrund legen, ne? Nein, das können wir überhaupt nicht. Werden wir so, ihr müsst nicht das statische Bild nehmen. Da muss die Regie jetzt extra ihr Kabel umstecken und so. Nee, überhaupt nicht. Wir müssen das jetzt nicht zeigen. Ich laufe gerade, ihr seht ja am Controller, ich laufe weiter in Richtung Endgegner, gleich nach der Werbung. Ja. Seht ihr ihn? Gut, dann bis gleich. Ihr Regie, ihr seid solche. Der Gargoyle war so groß und dann habe ich gegen ihn gekämpft und dann kam ein zweiter Gargoyle und der war auch so groß und der konnte Feuer speien. Was habe ich dir gesagt? Und dann war da eine Axt! Was habe ich dir gesagt, wenn dich der Gargoyle angreift, musst du dein Schild benutzen? Hast du dein Schild auch richtig benutzt, Nils? Wie nennt man das unverletzbarste Säugetier? Der Schild. Nein. Der Schildtis. Der Schildtis. Das ist nicht dein Ernst! Du stirbst jetzt! Da wird nicht mehr diskutiert! Ey. Verrecken musst du! Ja, macht schnell die Werbung! Schnell die Werbung! Ihr müsst immer das Spielbild in den Hintergrund packen. Nein, welches Spielbild? Immer! Das ist doch Quatsch. Wieso? Wir wollen nicht dieses Hintergrundbild. Immer, kurz auch wenn Werbung. Wir im Vollbild Werbung. Sind. Immer das Spiel! Wir werden die Gargoyles den Gar ausmachen und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Keiner durchgenommen, wir Dark Souls! Wir finden ihn nämlich gar nicht geil. Wie auch mittlerweile einfach nur noch wegläuft. Vom Dampfstampf. Okay, wieder mal habe ich alles getan, was zu tun ist. Ist doch jemand auf diesem Dach? Nein. Hallo, Buddy, wie geht's? Flammenatem, geil. Ja, es ist, was ich gerne hätte, ist, dass einer bläst und der andere. Ja, aber das eine Feuersprung. Naja, ich hab schon. Und der andere ist ein bisschen nah im Nahkampf. Ja, ja. Mann, ey. Wir sind irgendwo. Stand der da gerade schon? Weiß ich nicht, Mann, nee. Wir sind in irgendeinem Berliner SM-Club gelandet. Erlangen. Du hast nicht gesündigt. Gut, das ist doch schon mal gut zu wissen. Gut, dann. wenn wir das von der Bucketlist haben. Ach ja, eine Geste. Geiler Typ, Nils Bohmhoff. Schreibt der Fett. Da. Ah, nein, zu früh! Arschmade. Ja, aber doch nicht. Ah, oh, ich lebe. Du bist ein super guter Typ. Die Butterbrezeln werden ausgepackt. Das heißt, jetzt wird's ernst. War es nicht einfach nur so ein Tropfen namens Menschlichkeit, den man da? Da, Menschlichkeit. Die Vagina oder was? Entschuldigung, aber es sieht halt wirklich aus wie eine Vagina. Wie ein schwarzes Loch, wie eine schwarze Vagina? Nein. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Schwarzes Loch? Was soll ich machen? Ich komme nicht mehr raus aus dieser Nummer. Ein Geist? Er ist so fucking zufrieden. Guck das doch mal an. Ja, er ist happy mit sich selbst. Ey. Guck, gerade die zwei Gargoyles gelegt. Liegt am Feuerchen. Er ist mein Lieblingsfreund. Ach, Kumpel. Wir sind Buddies. Oh nee, da fliege ich. Er kann ihm leider nicht auf die Schulter klopfen, so, nicht weil das geht. Ja, schön, gut gemacht, gut gemacht. Ja, der kriegt die kleine Massage. Er kriegt die kleine Massage. Da war ein Heini drin, hast du das gerade gesehen? In der Kiste, ja. Den hat er geschlafen. Das macht den Wein erst so richtig gut, wenn da so ein Untoter für ein halbes Jahr. So ein Modermann. Der gute Moderwein, ja. What is love? Yeah. What is love? Baby, don't hurt me. Was soll ich machen jetzt? Ja. Du hattest völlig recht. Yeah! Simon hatte recht. 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 Recht. Und ein Zielschild. Deep müsste man sein. Deep, how deep is your love? How deep is your love? Gibt's GEMA-Ärger? Ja, weil du zu gut singst. Schön. Hab ich den Assassinen assassiert. Assassiert? Oh, mein Arsch. Tut dein Arsch auch so weh. Alter, und ich dachte die ganze Zeit, das liegt so an meinem maladen Arschknochen, aber wenn dein durchtrainierter Muskelarsch auch so weh tut, liegt es nicht an meinem minderwertigen Arsch. Nee. Ja! F, Digga. Gott, haben wir viel Müll eingesammelt. Wir sind wie so ein Schrotthändler. Brauchen Sie 25 Hüllensoldat, Lendentücher? Aber ihm
Siehst du, ihm ist es egal. Er freut sich immer. Er ist happy. Dum, 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 Dark Souls. Eisengitter auf der Ostseite der zweiten Ebene des nördlichen Asyls. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, Leute? Schlüssel zum Öffnen des linken rechts gedrehten Eisengitters mit kreuzförmiger Verschlussfassung auf der Ost-Süd-Ostseite der 2,4. Ebene des nordöstlichen Westasyls. Nicht zu verwechseln mit dem Schlüssel der östlichen Ebene des Archipels der Untoten im vierten Stock des... Ey, Mads, was ist das? Aber die haben sich gegenseitig gehauen. Hast du gesehen? Ja, wir haben sie wütend gemacht, sodass sie einander angreifen. Aber Horst hatte seit 2 Monaten darauf gewartet, es ernst zurückzahlen zu können. Als dann dieser unbekannte Eindringling kam, sah er seinen Moment gekommen. Guck mal, was für ein lächerliches, verrottetes, altes Schwert. Und dann ist es auch noch weg. Er hat sich das nur eingebildet. Ja. Verdammt, er hatte sich das Schwert nur eingebildet. kurz vor dem finalen Todesstich wurde ihm klar. Er hat es gewienert und geputzt jeden Abend, tagelang geredet. Der weiß überhaupt nicht, was passiert. Er hat auf einmal so Sodbrennen. Oh, ich muss mal zum Arzt gehen. Gut. Das war sehr herausfordernd. Zum Glück war ich am Pad. Aber wenn du in diesen engen Gang bist, ne? Ja. Und der Gegner so eine langsame Ratte ist. Dass ich R2 drücke? Ja, weil du haust immer gegen die Wand. Das macht mich wahnsinnig. Ich merk's. Vielleicht mach ich's mittlerweile auch nur noch, um dich zu ärgern. Ja, aber dann ist auch okay, weil dann hast du ja Erfolg. Ich meine nämlich auch. Lupschi! Ja. Lupschi! Schissol! Sau! Sau! Beim nächsten Schmied. Ach komm, gleich 2 Ratten in Kisten. Wer steckt denn Ratten in Kisten? Wer wünscht sich denn eine Ratte in der Kiste? Wer bestellt die bei Amazon? Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Niemand. Ja. Was? Warte. Oh, das war einfach scheiße formuliert. Okay, soll ich jetzt Nein oder Ja sagen? Ja. Ich weiß es nicht, Simon. Ja, versuch's mit Ja. Okay, und da ist direkt die 2. Oh Gott, das kostet uns nur Geld. Rein damit. Weg mit den Schecks. Dafür sind die da. Schecks in die Hand, Bitch. Ich bekehre dich. Ich bekehre dich. Ich bekehre dich. Und ich bekehre ich auch. Und du auch. La 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 la. Ein Krokodil? Ein bisschen sieht er aus wie ein Krokodil, wo vorne die Nase noch eine Schlange ist. Oh, was ist geil. Das denn? Das ist ja ekelhaftes Vieh. Und Flügel auch noch. Alter, na klar, und ein Auto hat's auch. Was? Und eine Wohnung direkt mitten in Hamburg. Was ist das? Kannst du sich alles leisten? Ey. Das ist doch scheiße. So, wie kann ich abhauen hier? Wo kann ich weg? Klaffdrache. Waffe zerbrochen? How is that possible? Lern es doch einfach mal. Lern es, du Schlampe, du. Ah, du Widerliche. Du widerst mich an mit deinem fehlenden Dark Souls Skill. Wenn ich meinen Sohn hab. Die rechte Hand ist kaputt. Aber ist klar, ne? Der Schwanz hat die rechte Hand kaputt gemacht. Hören wir alles nicht zum ersten Mal. Schön getimed. Schlecht getimed. Schönes Timing. Schlechtes Timing. Jetzt kannst du ihn geil backstabben. Warum? Warum ist das kein Backstabbing-Vorteil jetzt? Warum kriegst du das immer so hin? Hattest du das Schild oben? Okay. Lag an mir. Der schlägt original mit dem Torso von jemand anderem. Ja, halt echt. Einfach von seinem Bruder oder sowas. Oh, kann ich heute mal die Waffe sein? Ich bin ein bisschen müde. Nein. Ja, oh nein. Ja, lauf da lang. Vielleicht ist das ja was. Oh, was ist hier los? Was ist los? Oh, nice. Heilung. Aktiviert. Wohin? Aber er kann ja nicht klettern, weil er sehr dumm ist. Nur kluge Leute klettern. Wie Reinhold Messner. Der hat ein Abitur in Bergsteigen. Oh, es ist so schwer, dass... Oh, es geht nicht. Ah, sie lebt. Ja. Scheiße, Mann. Was bist du? Ja, zum Glück kann der ja gar nichts, aber mit Hässlichkeit macht er alles wieder weg. Er hat seine ganzen Punkte auf Hässlichkeit geskillt.
Mann, die Kamera versucht es aber auch gar nicht mehr. Nee. Ich habe das Gefühl, die hat schon aufgegeben. Ist nicht dein Kamerad. Ich hier gesehen. Ah, jetzt kommen natürlich die typischen, jetzt kommt die Mops-Lady kommt noch, oder? Nee. Röste. Sexy Lady. Da sind sie. Das sexy Lady. Dein Spinnensinn macht mich ganz hin. Brüste musst du haben und 8 Beine. Das wollen wir alle haben. Brüste musst du haben und 8 Beine. Konkurrenz hast du dann keine. 2 Beine und 4 Titten wären besser als das. Wie entscheidet sie sich morgens vom Spiegel, was sie anzieht? Ah, verdammt! Die Sophie von der Buchhaltung hat dieselbe Riesenspinne wie ich heute an. Bam! Das ist die Definition von mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, wirklich wahr. Okay, die Eisen geht dazwischen den Ruinen von Neulondo und des Drachentals. Gut, das merken wir uns. Wüsstest du jetzt genau, wo das ist? Oder? Ich glaube, das müsste irgendwo bei den Ruinen sein, zwischen Neulondo, glaube ich, und dem Drachental. Die sind ja zum Glück mega. Oh, zu zweit. Oh, schön durch die durch. Ah, oh, sehr gut. Okay, die sind wirklich lahm, oder? Ja, die ist ja uns auch nicht wieder entwischt. Brolk! Brolk! Hast du ihn dir wieder durch die Lappen gehen lassen? Guter Typ auf jeden Fall. Eine gute Antwort, wenn einem irgendwie nichts einfällt. Einfach das Murmeln und weggehen. Ich finde, wir sollten dem Schwert einen Namen geben. Das heißt jetzt hier einfach nur Langschwert. Warum heißt das nicht Hans Langschwert oder weißt du, der eifrige Autsch. Der eifrige Autsch, nein, ich finde der eifrige Autsch. Okay, der eifrige Autsch. Ich finde, Autsch ist ein geniales Wort für ein Schwert. Wie heißt dein Schwert? Autsch. Der eifrige Autsch. Irgendwann. Es wird Zeit. Oh, Alter! Du hast ihn fast erstochen! Nein! Nicht den Lutschmuff! Nicht den Lutschmuff! Nicht! Was macht sie da? Rede mit ihr. Frag sie, wie es ihr geht. Mach doch was! Ich frag sie, wie es ihr geht. Sehr gut. Okay, das war fast schon lame. Seelenmut, wieso gibst du mir den? Der Pyromant. Mit der Pyrohand. Der Pyromant mit der Pyrohand. In der Stadt mit der Schand. Der Schand. Hallo, mein Name ist der Tod. Oh, der. Wie weit kann der denn laufen? Weiß ich nicht. Soweit die Ketten tragen. Der ist nicht angekettet! Er ist gar nicht angekettet! Ja. Was hängt der da eigentlich an? Ist der irgendwie doof? Jetzt Hallo? Wird's aber langsam lächerlich hier. Alter, du bist ja voll wahnsinnig, ey. Jetzt pimmel ich den da weg! Wo bist du? Komm! Trau dich doch mal zu mir, du feige Sau! 5 Meter bist du groß! Was bist du überhaupt? Du kannst. Warum? Nee. Komm! Oh Gott, wenn du das jetzt schaffst, bist du mein Held. Für immer. Aber ich will doch Nils Held sein. Oh. Oh, oh. Du lebst. Geplant, war so geplant. Oh. Alter, ey, du bist der Mann, der nicht sterben kann. Der Mann, der nicht sterben kann. Nein, du musst doch nur rennen. Jetzt wäre ein guter Moment gewesen. Nein, dafür. Du lenkst mich ab und machst mich nervös und doof. Es sieht widerlich aus. Es sieht der mal ganz kurz so. Ekelhaft. Können wir bitte den Mund so, dass ich da durchspielen kann? Das ist gut. Das ist jetzt erschwerte Bedingungen. Ist das ekelhaft. Nichts! Nichts! Nein! Nein! Ja, hallo. Eddie, da wo dieser Gargoyle ist, da ist jetzt nichts. Ihr rufet für meine Hilfe. Und ich sehe es schon kommen. Ist dort der Simon, der meine Hilfe
du bislang ja. Er möge sich, er hier möge ist, sich beeilen. Hier ist der Simon. Bitte, großer beeilen, Dark Soul. Sonst Meister, erleuchte mich mit deinem unendlichen Wissen. Na gut, dann möchte ich euch gerne helfen. Chat, labert Schwachsinn. Chat ist der Song. Der Songtext. Ja. Guck, ich könnte 6 könnte ich kaufen. Habe ich gekauft. Haben wir die Kohle überhaupt noch um? Nein, haben wir jetzt nicht mehr. Das hat der Simon gut gemacht. Aber wir haben ja sicher noch einen Scheck. Das ist er! Jawohl. War der so einfach, wie er aussah, oder? Ich weiß es nicht! Der sah jetzt nicht schwer aus. Ja, von außen sieht es immer einfach aus. Und jetzt kommt's. Der Ring verstärkt Trefferpunkte, Ausdauer und maximale Ausrüstungslast. Also der perfekte Ring eigentlich, ja. Aber wir dürfen ihn nie wieder ablegen. Wir dürfen ihn nie wieder abnehmen. Wir müssen jetzt einen Bund schließen. Nie schnell im Menü bei den Ringen sein. Immer mega smart vorgehen. Okay, dann sollen wir ihn hier direkt links oder rechts? Wo bist du eher? Rechts, ne? Es ist super schwierig. Beides ist verlockend. Bei beidem könnte ich den Fehler machen und ihn einfach verkaufen. Schlecht. Oh nein, Schlätz. Das war doch falsch. Und? Mann, triff doch auch mal irgendwas, du Bumssau! Denk dran, dass du den. Ja. Das ist der, den wir nie wieder ablegen dürfen? Ja. Okay. Ach, was für ein lustiges Vieh ist das? Ja. Wie so ein Petzspender. Ja, stimmt. Regie, nein. Kann man sich das nicht mal aufschreiben? Wir brauchen echt wir müssten Karten mitmalen. Die früher als Kind. Ich habe mitgeschrieben. Geiler Paul. Was ist hast du denn aufgeschrieben, Paul? Nils und Simon verlaufen sich viel. Danke. Ne, jetzt eine Butterbrezel. Ja. Die Power of Butterbrezel. Warum verpassen? Power of Butter! It's a Power of Butterbrezel. Jetzt ist es Zeit für die Butterbrezel. Wir haben doch keine, Nils. Das ist ja das Problem. Was? Wir haben keine Butterbrezel? Da gehe ich mal schnell in den Keller. Für einen Moment habe ich gehofft, du hast wirklich irgendwo welche versteckt. Du hast welche versteckt. Fuck, verdammt, Nils hat schon wieder an Butterbrezeln gedacht. Warum? Warum denkt er an sowas? Oh! Das ist alles falsch. Da kommt, er denkt sich auch, was eine feige Sau. Er weiß ja gar nicht, wer wir. Alles gut, da bist du richtig. Da kannst du jetzt dein Lieblingsschwert, das Langschwert ausrüsten. Und dem richtig den Arsch versohlen. So, wir tun einfach so, als wäre das eben nicht passiert. Wir waren das nicht. Entschuldigen Sie, haben Sie hier einen Ritter langlaufen sehen, der so aussah wie ich? So ein ängstlicher Ritter ist da gerade vorbeigelaufen. Ah! Simon! Entertainment. Nee. Oh Mann, der ist so süß und von hinten. Der sah so süß aus. Kurz mal eine Sekunde, ja, du damit hast halt den Pilz getötet. Das sind die Hüter des Pilzes, Pilzwächter. Ah! Oh, und der Pilz, da liegt er noch und fragt sich, warum. Er sah so süß aus, weil wie er da mit seinen kurzen Stumpen durch den Wald gehopst ist. Er hat uns aber auch nichts gegeben. Dass wir ihn abgemurkst haben, hat uns nicht geholfen. Nee, das war einfach nur Bösartigkeit. Lass dich nochmal leben, bitte. Nochmal gucken, was du so... Nils! Guck dir die doch mal an, vielleicht die hinterfotzig, die da rumstehen. Vielleicht führen die haben was vor. Gesegnete Tal. Warum hast du, entschuldigen Sie, ich will nur mit Ihnen reden. Warum haben Sie mein Kind gehabt? Ich finde das gemein. The Champignons. Oh, hast du das gesehen? The Champignons. Ja, the Champignons. The Champignons. Und dann mach ich mich wieder. Auch den Nachwuchs töten, nicht? Das ist irgendwie... Genau. Der zweite Teil, die Drache der Killerpilze. Oh, shit. Wolfgang. Er läuft durch den Wald. Ihm ist nicht kalt. Wilbald. Wilbald. Jetzt bist du aber wirklich so wie so ein Typ Pretty Woman mäßig. Pretty Woman. Der mal richtig schön mit seiner Eulen einkaufen geht hier. Doch, der ist so einfach. Der ist so einfach. Da gehst du einfach hin, nah ran, machst den Schnipp, Schnapp, Schnupp, Mau, Mu. Es entspannt großartig, wenn ihr Gegner zerfickt. Die ist doch einfach. Einfach gucken, wo die Käselatschen gehen. Käselatschen! Dann hinhauen. Hier waren wir tatsächlich schon. Simon K., Orientierungsprofi. Ja, das stimmt. Ach nee, der hat nur... Gargoyle. Lol. Ich hab's auch gelesen. Im Forum, Reddit. Ich hab's gelesen. Lol. Gargoyle, ja. Ach, weil du denkst, alles wäre ein Gargoyle. Ja. Naja. Das ist auch ein Gargoyle. Oh! Oh! Du Mother! Greift der Gargoyle einfach so von hinten an. Der hat keine Flügel, Simon, du Trottel. Das kann gar kein Gargoyle. Ja, der hat einen großen Kluppenflügel.
Oh, shit! Wo kam der denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Archers in the Archive. Sehen Sie einen actiongeladenen Film über zwei Bogenschützen, die sich in einem alten Archiv bis aufs Blut mit Pfeilen spickten. Oh, Enemy at the Archives. Zwei Archer, aber nur einer kann überleben. Sehen Sie Wilbald, den tapferen Rittersmann, auf seinem blutigen Rachefeldzug durch die Bibliothek. Als Kind wurde er gezwungen, Bücher zu lesen. Jetzt schlägt er zurück. Du willst nicht. Was hatten wir als Vitalität letztes? Oder Kondition oder Beweglichkeit? Was haben wir als letztes? Beweglichkeit. Dann machen wir uns Stärke. Oh, ja, das ist der kleine Lurch hier. Oh, okay. Entschuldigen Sie, ich wollte doch mal ein Autogramm fragen. Sind Sie nicht Wilbald? Ich habe so viel von Ihnen gehört. Ja, und das andere, war aber. Der andere lebt halt original. War der Zwiebelritter, der hat ihn gefressen. Nicht hauen. Das haust du den Zwiebelritter. Oh nein, ich hab ihn doch nur angeritzt. Ach komm. Ach, das wäre jetzt echt schade. Wir haben uns echt um den bemüht. Und wenn der jetzt böse ist für immer, nur weil er so ein... Ach, Zwiebli! Alles für die Freundschaft mit dem Zwiebelrittermann. Alles für die Kumpanei. Meine Damen und Herren, der Zwiebelritter wurde gerettet durch herausragendes taktisches Gameplay von Nils Bummer, von Simon Kretschmer. Haben wir es geschafft. Ist eine Frau? Oder ein Kind? Das ist eine Frau! Sie glinde. Wir können sie heiraten! Ey, blaue Brocken, wir müssen die mal, müssen wir Einsatzmöglichkeiten dafür finden. Ja, zum Beispiel, dies ist ein blauer Brocken. Das wäre ein Satz. Was war das? Eine Heldenseele. Seele hält. 30 Grad, die Seele hält. Das Vermächtnis seines Todes. Du stirbst jetzt! Stirb nun! Du schuppenloser Schurke! Schweinsau! Pillemann-Arschloch-Sau! Und seht! Wow! 60.000 Seelen! Die sind so wunderschön. Seelen. Die werden wir schön aufteilen. Alles auf Beweglichkeit. Nein, sagt nein, der Nils, nichts. Das machen wir nicht. Guck mal hier, das sogar, haben sie dem Klops zu Ehren eine Statue. Wie, also wie kackt der? Oder wie macht der überhaupt irgendwas? Der hat ja gar keinen Ausgang. Er lässt sich Zeit. Er ist nicht mehr der Jüngste. Nee, so eine Scheiße. Jetzt stehe ich hier den ganzen Tag, jetzt muss ich dem Mon noch hinterherlaufen. Wo sind denn überhaupt die anderen? Dragon! Brotzloff! Wo seid ihr denn? Jetzt hau doch nicht ab! Ja, jetzt! Jetzt fang an! Junge, ich bin nur 1100 Jahre alt! Glaubst du, ich lass mich von dir hier einfach so dumm rauslocken? Guck dir's mal an jetzt! Ja! Kommst schön mit, oder? Wir kämpfen auf meinen Posten! Das ist die Türsteher, die ich früher bei den Clubs vermöbelt habe. Okay, das hat sich aber sehr doll erschrocken. Wir sind hier immer noch in Angkor Wat. Ihr fragt euch jetzt, Angkor Wat? Ja, Angkor Wat. Genau. Hat 300 Watt, glaube ich. Hohe Stromrechnung. Ah, okay. Nein, ich wusste, dass du das machst. Ich wollte wegrollen. Jetzt ist der mich auf. Oh nein, nein, sein Riesenkopf. Das einziges Maul. Ich will bitte wieder raus. Will bald raus. Das sieht schon. Das Ding ist doch nicht überlebensfähig. Das ertrinkt doch. Sobald es regnet. Das stimmt. Oh, es hört ja nicht mehr auf, oder? Oh, was? Oh, shit, da hättest du auch reinfallen können. Oh, ist das mega. Ich will ja wirklich ein bisschen kotzübel so. Komm zu mir, fall runter. Geiler Typ, Nils-Bomhoff. Ja, schnell, schnell ran, geh durch den Nebel, geh durch den Nebel. Du Rattengesicht. Kommt der jetzt hinterher? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Ficke er sich, Herr Ritter. Hey, oft, entschuldigen Sie. Oft wir die Scheiße jetzt schon mal. Es ist wirklich nicht zu fassen. Haben Sie meinen Bruder gesehen? Der muss gerade hier runtergekommen sein. Und gleich finden wir können Sie mal kurz sagen, stinkt mein Atem. Hallo, wir sind die drei. Ich glaube, der Chat war richtig wild wahrscheinlich, als wir vorhin an der Stelle vorbeigelaufen sind. Ja, die müssen durchgedreht sein. Die müssen völlig durchgedreht sein. Oh, ich will's gar nicht wissen. Blaschen! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie finden die den Weg zur Arbeit morgens? Lol, Roffe, sind die dumm. Mit dem atemberaubenden Tempo eines rüstungtragenden Ozelots und geschmeidig wie eine Natter lief unser Held über das brüchige Gestein des alten Thronsaals. Aber da geht's ja eh runter, also. Ah, nein, nein! Oh Gott, nein! Oh, du lebst!
Das ist ja das Lächerlichste, was je geschehen ist. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Wir haben Ärger, wir werden angemeckert gerade. Was, warum? Was denn? Lass doch den Edel labern, der will jetzt nur wieder... Wir müssen da sofort in den Bossraum gehen. Nein, warum? Ist sofort. Aber er meckert. Okay, Papa. Und Fernsehverbot. Okay, Papa, wir gehen da wieder rein. Na gut. Guten Tag, wir sind die Fliegenden. Oh, Entschuldigung, den kleinen Handbutt. Verzeihung. Wie nennt man das? Wie nennt man eine verantwortungsbewusste Wiederkehr? Responsible. Mit dem Geist von Hitler. Oh shit, ich hab mich voll... Läuft durch die Gegend. Können wir bitte mal, kannst du mal kurz beschreiben, wie sehr ich mich vollgespritzt habe? Ja, du hast gerade erzählt, wie du Hitler triffst und dabei bist du offensichtlich feucht geworden. Ich weiß, komm, du weißt, dass sowas dann irgendwann völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Wenn ich da jetzt hingehe, kickt der mich runter. Das will ich aber nicht. Yes! Yes! Du dumme Sau! Du kannst mich einmal verarschen und vielleicht auch drei oder viermal, aber nicht fünfmal! Er ist nicht mehr da. Du kannst mich nicht treten, du bist nicht mehr... Du bist nicht mehr da! Du bist nicht mehr da! Das gibt's doch nicht! Nils, das ist Sparta. Guck dir das an und die Türme fallen. Und jetzt Gebäude 7. Ach, Nils, ey. Das wird Verschwörungen geben. Humor heute. Das ist doch... Stahl schmelzt niemals Knochenmehl. Oh, die können ja... Oh, die tun ja nicht mehr weh. Kann man die nicht leben lassen? Die wissen überhaupt nicht, was Phase ist. Entschuldigung, aber die waren echt lustig. Der Treter. Mach's gut, du Trottel. Oh, da ist ein Item, du hast recht. Nein! Weggekickt! Brauchen wir den Schutz, Schutz der Gunst? Ah, oh, nein, okay, abbrechen. Ne? Ich bin auf Abbrechen, ich drücke okay. Schlagen! Schlagen! R2! Jetzt schlag doch! Warum ist es denn so schlimm, lieber Chat, wenn ich in fucking Dark Souls sterbe? Kann mir das mal einer erklären? Ich dachte, das ist die Idee von dem Spiel. Das Spiel ist so ein... Prepare to die! Prepare to cry, würde ich auf jeden Fall auch verstehen. Prepare to dry, das ist der Wäscheleinen-Simulator. Oh, der Stuhl! Der Stuhl wollte mich töten! Proktologengespräche. Ja, aber die stehen, oder sind das Flieger? Haben die Flügel? Ein Gargoyle. Hey, den wollte ich auch platt machen, okay? Ich gehe dann jetzt wieder, Kumpel, ja? Tschö. Ich bin zum Bäcker, tänzeln zum Bäcker und hab gedacht, ich kaufe heute kaufst du zwei Butterbrezel und hol eins raus, dann überrasche ich dich mit einem zweiten. Und dann sage ich. Hast du nur eine? Oh, ich habe keine Butterbrezel. Ja, toll. Geil. Das ist ein nices Schild, oder? Mhm. Toll. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Panzer oder wie ein Penis. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Nagel, der in eine Butterbrezel gehauen wurde. Ah, es ist eine Brezel, ne? Es ist eine sehr spitze Brezel. Eine Brezelfalle. Die Nils-Brezelfalle. Mhm. Ausgelegt für ihn zum Essen. Mhm. Und in dem Moment klappt sie vorne die Spikes. Ja. Und unten ist eine Tröte, die dann Dörö macht. Dörö. Und alarmiert, dass die Falle zugeschlagen hat. Für den Jäger. Ja. Da kommt Geronimo Röder und lootet ihr die Brezel. Mhm. Ah, nee, die ist... Ja. Dörö macht die dann. Ey, das ist doch alles nicht, das ist doch Comedy hier. Sag mal, so scheiße kann ich doch gar nicht spielen. Warum passiert mir das die ganze Zeit? Das einzige Erfolgsgeheimnis heute ist, dass ich das hier endlich mal festgeklebt habe. Und dass es hält. Seht ihr? Es hält. Das ist ja leck mich doch am Arsch. Wo bleibt der Aufzug? Ich hab doch gedrückt. Das kann doch gar nicht sein. Ist der etwa kaputt? Ich rufe die Feuerwehr an. 112, hallo, hier ist... Oh, der Schulding hat sich erledigt. Der Homing-Schuss von einem Mage ist doch dann eigentlich eine Hommage. Ah, ja, geil! Gag, aber muss nehmen. Ja, geil! So möchte ich einmal... Mann, so möchte ich gern öfter mal, dass mal Gags von mir... Ja, geil! Gag! Da hat er einen gemacht! Zack, bumm! Yo! Okay, alles klar. Das schien mir ein Gargoyle zu sein. Von 127, 25%, okay? Genau. Das sind 25 und dann nochmal von 20, die Hälfte sind 5, sind 30 und die Hälfte... Was sind 25% von 7,8? 25% von 7,8? Jetzt habe ich den Rest schon wieder vergessen. Ich war schon auf dem Weg. 1, noch was. Weil 8 okay, jetzt 1, 31. 31, block. Zu früh. Nein! Perfekt! Supergeiler Typ! Moment, ich muss den Terror- und Angstschweiß vom Pad wischen. Bumsi, 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 bumsi.
Okay, das war back in business, bitch. Oh shit. Immer noch business. Okay, jetzt ein bisschen weniger business. Okay, business ist geschlossen. Lauf, jawohl. Das ist gut, das ist so befriedigend gerade. Ah, ich hab dich da runtergekickt, Sau. Guck mal, was sie auch für ein kaputtes rechtes Bein hat. Das stimmt, das ja. Sieht das nicht sieht gut aus, das sieht absolut kaputt aus. Trink mal zum Beinologen. Und jetzt hau! Und jetzt ja, direkt Mann. Über die Brücke! Nicht umsehen! Nicht auf los! Und nicht ins Gefängnis. Alter, du wirst ihn sowas von wegbumsen jetzt. Die Bumsung ist aktiviert. Mann! Nils, warum bin ich denn so furchtbar schlecht? Das ist wirklich mir selbst unangenehm. Meine Mutter guckt vielleicht zu. Nein! Nee, Grabsch! Nicht den Grabscher! Der Nein heißt Nein. Ja! Yes! Mann! Ich bin mir nicht sicher. Okay, er meint die andere Treppe. Ede stammelt nur. Ja, ich höre das. Was ist los mit dem Mann? Ede? Die Treppe da. Ich lese doch nur mit Verzögerung. Ich glaube, er hat einen Schlaganfall. Ja, ey, die kommt. Ich treffe die 5 Sekunden. Das erste, was sie sagt, ist: Gib mir mal die Seele von dem Motherfucker, den wir in 30 Kills versuchen, platt gemacht haben. Da gebe ich nur. Warum? Warum? Weil sie fragt oder was? Hey, ich habe ihr Haus gesehen. Ja, vielleicht kann ich das haben? Die kennt die ganze Geschichte. Vielleicht war das ihr Liebhaber. Ja, oder so, ja, ne? Dann soll sie mir das sagen und ein bisschen rumheulen, aber doch nicht einfach direkt so kackt reißen. Könntest du mir ein bisschen mehr heulen? Das ist nicht offensichtlich nicht wichtig genug, hä? Alamed, ich bin's. Wilbald, ich komme, um mit dir zu reden. Es geht um deine neuen Schuhe, die du bestellt hast. Ne, es ist einfach du und das Riesenschwert. Schiebst dir doch einfach irgendwo in ein Regal und nimm ein anderes Schwert. Kannst du jetzt doppelt drücken, ne? Ja. Rast er in die Tiefe, aber du willst. Ne, es verlängert meine Spieldauer. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du wolltest ein bisschen da oben gesehen. Aber es sieht ja auch wunderbar aus. Und es macht ja auch Spaß. Ich will halt auch nicht. Ich will halt einfach nicht unten ankommen. Du hast aber auch gekämpft wie ein Kölner Mädchen. Zu viel! Ah, was ist das? Was ist. Was geschieht? Wer. Strahl! Und nun? Jetzt habe ich hier so ein Ei. Der hat mich geschwängert. Der hat mich angebumst. Hä? Nils? Ich versuche zu checken, was der Malus ist, den du jetzt hast. Na, dass ich ein Kind habe, um das ich mich mein Leben lang kümmern muss. Reicht es nicht, oder was? Ja, du Armer. Wenn du fühlst, dass du noch nicht richtig drin bist. Willkommen in meinem Leben. Aber du kennst das Gefühl, wenn du... Ja, ich kenne das Gefühl. Wenn du nicht in the zone bist. Das hätte auch zum kurzen Penissyndrom gepasst. Ich habe das Gefühl... Hui. Oh, zum Glück. Ich dachte, du... Es wäre zumindest lustig. Wär für Best of wäre das eine super Szene gewesen. Ey. Ey, Simon, das ist ein Scherz gewesen! Ich kann's doch nicht ändern! Hau ab! Ich kann's doch nicht ändern! Lauf bitte weg, heil dich, Mann! Ich, ja! Hör auf zu schreien, Nils! Er hält doppelten Schaden. War das der Ring des Unheils? Lies mal die Dings zu. Ja. Krass. Krass! Alter, das ist ja richtig krass. Das ist ja wirklich hardcore. Wir verdoppeln den Schaden? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind wir ja mega mächtig. Cool! Wie? Ach so, weil ich natürlich jetzt auch kein Schild habe, oder was? Die haben mir ja gerade alles abgezogen. Mehr, als ich erwartet habe. Ist schon wieder mehr. Ach so, wir machen doppelten Schaden. Wir kriegen doppelten Schaden. Den von seinem Träger erlittenen Schaden. Okay, ja, wir sind sehr ein dumm. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert. Vielleicht hätten wir in den letzten Teil lesen sollen, ein nutzloser Ring. La, la, Theatralik, wo bleibt der Invader. Jetzt, ihr könnt doch nicht den Gang verstopfen. Stopfen den Gang. Kommt da noch einer? Guck mal, mit ihrer Pilzigkeit verstopfen die Kommt den da gerade noch einer? Ist da noch einer? Ja! Ja, ich dachte nur, vielleicht liegt hier noch was. Vielleicht sagen die Leute, nee, du hast was übersehen, da ist dieser Ring, der dich sofort, der dir AIDS bringt und Herpes, den willst du doch bestimmt haben und anziehen, Simon. Oh, das ist lang, kann ich nicht ein Moped haben. Was? Wie eine Kneipenschlägerei. Ja, halt echt. Einfach nur super Rocky, einfach rotierenden Armen aufeinander zu. Die sind so schön. Ich hatte vergessen, wie wir aussehen. Bund des Artorias, das? Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters. Ja, hier seht ihr aber, guck mal, jetzt mal im Ernst, alle machen sich lustig über mich. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Dann heißt die halt nicht Artemis, sondern Artorias. Who fucking cares, alter Bitch, ey. Genau. Art. Fucking Art.
nennen ihn seine Freunde. Ich darf ihn so nennen? Natürlich. Ja, ja! Weil ich der geilste Typ bin. Gut gemacht, der geilste Typ. Der geilste Typ. Der geilste Typ. Oh, der hat im Brunnen gekotzt. Zu viel gesoffen. Sich den Augapfel rausgekotzt. Siehst du? Geil. Danke, Text. Ohne deine Hilfe. Okay. Stirb! Ne. Jetzt, siehst du? Nee. Weil du mich gehetzt hast. Nee. Weil du mich gehetzt hast. Ich wette, da ist noch nie einer durchgefallen. Jetzt wette, ja. Das geht gar nicht. Weil du mich hetzt. Eben. Aber, ah! Beinahe wäre ich in Nils Spalte gefallen. Nee, okay. Oh, ist ganz spitz hier. Ping! Ah, da spritzt es raus. Guck, der Skill, halt den Finger zu. Der ganze Skill. Das war sehr lustig, weil du bist ihm einfach auf den Kopf getreten. Und hast ihm sogar 5 Schaden gemacht. Hab ich? Ja, hast du nicht gesehen? Nee, das hab ich nicht gesehen. Ja. Dachte ich wirklich. Arschgeigen! Schwein! Sau! Pillemann! Kacki! Oh.